Der Sonne sei Dank, endlich finde ich dich. Ich muss mit dir sprechen, es ist dringend. Ich bin dir gefolgt. Es geht um deine Mission. Ich weiß, dass der Großmeister dir aufgetragen hat, die schwarzen Steine zu finden. Und ich glaube, ich weiß, wo der eine ist, den du hier zu finden hoffst. Und? Weit weg von hier. Und ich kann dir zeigen, wo. Der Punkt ist nur, dass niemand davon erfahren darf. Versprich mir das und ich sage dir, was ich weiß. Danke. Glaub mir, mir schmeckt das so wenig wie dir. Aber es geht nicht anders. Okay. Hier, die hat genau dieses gleiche Mal auf den, auf der Wange wie die Hela. Komm mal auf. Zack, Unterstadt. Ich war als Kind einmal hier. Die Apothekarii haben mir damals einen Kanten Brot gegeben, bevor sie mich wieder auf die Straße geschickt haben. Heute wirken die Jahre hier so ewig weit weg. Es ist viel zu leicht, die Kehrseite der Medaille zu vergessen, wenn man erstmal genug Abstand von ihr hat. So, hier ist es besser. Also, ist dir der Name Dalgala ein Begriff? Sollte er? Armenheiler. So nennen ihn manche, ja. Aber das wird ihm nicht gerecht. Dalgala half jedem, ungeachtet seines Wohlstands. Und der einzige Unterschied war, dass er die Reichen bezahlen ließ und die Armen kostenlos behandelte. Weißt du auch, warum er Ark damals verlassen hat? Ja. Richtig, ja. Für ihn heiligte der Zweck die Mittel. Einem verletzten Soldaten soll er zum Beispiel ein verlorenes Bein durch ein neues aus Trollknochen und totem Fleisch geschaffen haben. Der Bund hielt solche Praktiken für wegelos, aber Dalgala wollte nicht einlenken und so kam es zu dem Bruch. Er verließ Ark und bezog ein abgelegenes Schloss im Nordwindgebirge. Sehe ich ähnlich, aber der Mensch fürchtet das Unbekannte, so war es schon immer. Den Rest der Geschichte kennst du ja vermutlich. Auf seinem Schloss begann er sich irgendwann abzuschotten und irgendwann verschloss er die Tore und von ihm und seinen Dienern ward nie mehr gesehen. Die Apothekarii schieben das auf seine Exzentrik, aber ich glaube, dass mehr dahinter steckt. Ja. Ich weiß es. Kürzlich habe ich die Aufzeichnungen eines der wenigen Lehrlinge, die ihn in den Norden begleitet haben, gelesen. Und hier wird es interessant. Dalgala forschte in seinem Schloss an etwas, das er den Engel nannte. Niemand außer ihm durfte seiner Herstellung beiwohnen und er heuerte Söldner an, um ihm allerlei Dinge für die Forschungen daran zu bringen. Bücher, seltene Kräuter, Relikte, dergleichen. Und eines dieser Relikte war ein kleiner dunkler Stein, glänzend wie die Haut eines Aals. Aha, da haben wir es doch. Gut, gut. Ja, was denkst du, Saira? Das klingt doch nach einer Fährte, oder? Auf die Frage habe ich gewartet. Aber gut, keine halben Sachen mehr. Ich interessiere mich dafür, weil es ein Gerücht darüber gibt, was genau dieser Engel werden sollte. Ein Talisman. Und zwar einer, der es seinem Träger ermöglicht, jede erdenkliche Krankheit dieser Welt zu heilen. Selbst Fleischmaden, Gelbfieber oder den schwarzen Tod. Einfach alle. Und ich will den Engel finden, Saira. Ja, wieso denn? Ist das nicht offensichtlich? Weil ich Heilung will. Ja, wenn es auch nur den Hauch einer Chance gibt, dass da draußen irgendetwas existiert, das mich davon befreien kann, muss ich sie nutzen. Und deshalb darf der Orden auch nicht davon erfahren. Sie würden das Artefakt konfiszieren und untersuchen, noch bevor ich herausfinden könnte, wie es funktioniert. Und was soll ich schon sagen, wenn sie mich fragen, wofür ich es benötige? Niemand darf die Wahrheit erfahren, nicht bis dieses Wesen gebannt ist. Und jetzt genug von meinen Beweggründen, Saira. Wir müssen planen, wie wir weiter vorgehen. Ja, ich habe eine Karte, die uns den Weg von der Schneefels-Taverne aus weist. Geh dich ausrüsten und triff mich dann einfach dort. Und danke. Es tut gut zu wissen, dass ich in der Sache nicht alleine bin. Okay.
Es sieht hier wirklich nicht besonders schön aus. Umgehackt und Bogenerz, was war hier nochmal drin? Aber hast du Mechaniker. Gehen wir mal hier rein. Das Bett wird bereits benutzt. Ihr seid Abenteurer, oder? Wart ihr schon mal auf Melee? Diese Erstarrten wohnen dort. Das hat mir mein Papa erzählt. Am Morgen. Ich möchte mal hier unten in eins dieser Geschäfte reingehen. Einfach mal gucken, wie es das ist. So viel zu tun. Jasper im tanzenden Maden suchen. Okay. Machen wir gleich. Was wollt ihr hier? Begafft. Ja. Anderen. Okay, dann suchen wir erstmal Jasper im tanzenden Nomaden auf. Einen Groschen! Bitte nur einen! Mist, wo geht's nochmal her? Ich glaub hier. Ne. Hier ging's nicht. Ich habe solchen Hunger. Ist hier wirklich. Heftig. Nee, dann. Geht weiter. Hier will man wirklich nicht drinnen leben. Nee. Barackenplatz. Oh, das ist schon. Ich wusste noch nicht mal, dass dieses Teil hier drin existiert. Das ist. Was ist denn das? Madame. Eine Uhr. Ein Gast. Was ist denn das hier für eine Taverne? Madame. Die das hier drauf ist. Ein Trommler. Okay. Kann man die ansprechen? Madame. Hallo. Ihr seid fremd. Ich wünschte, ich hätte auch mal das rote Meer überquert. So. Altes Wasserwerk. Gut, ich glaube, wir sind jetzt wieder oben. Ja, altes Wasserwerk, Oberstadt. Hey! Warum? Warum hast du mich angegriffen? Und warum hast du nichts Geileres dabei? Stahlschild, Geldbeutel. Man schleicht sich an, holt sich. Wie kommt man hier raus? Bin ich jetzt doof? Hey! Das Gebild. Das Bild hat die Künstlerin gemalt. Die Hexe da. Die hat das gemalt, das Bild. Wieso ist es jetzt plötzlich hier? Das hätte ich an ihrer Stelle auch gesagt. Auf sie! Hey! Was? Wie ist. Da ist auch nichts Nettes dabei. Wohl. Stab der Erdung. Glimmerstabrezepte. Okay. Amulett der Leichtfüßigkeit.
Oh. Oh. So, wie komme ich jetzt hier raus? Das ist noch, immer noch die größere Frage. Ach, schick, vegane Suppe. Fokus, Kalia. Fokus. Da komme ich raus. Aber komme ich da raus? Die sieht noch in Ordnung aus. Alles in Ordnung. Ha, wir sind jetzt im Allesviertel drin. Gut, gut. Alles in Ordnung. Schön, schön. Gut, einmal Jasper, bitte. Der tanzende Nomade ist im Marktplatz. Und von da aus können wir dann direkt weiterlatschen, hoffe ich zumindest. Jetzt bewegt ihr euch langsamer. Wow. Oh. Oh, oh, oh. Okay, okay, okay. Das ist aber nicht gerade schön. Ah ja. Ich würde einmal kurz noch gucken. Handwerkspunkte, Lernpunkte. Ich habe ja noch jede Menge Punkte. Ich könnte einmal noch eine Shoppingtour machen. Würde ich jetzt allerdings lieber darauf verzichten. Das würde ich bei der nächsten, beim nächsten Mal erstmal machen. So. Malfas zum Gruß. Ihr meint den Schönling, richtig? Ja, den habe ich tatsächlich gesehen. Er war bis vor kurzem noch hier. Saß den ganzen Tag hier rum und hat gebechert und geraucht, als gehe morgen die Welt unter, ich sag's euch. Und irgendwann ist er dann aber gegangen. Nein, woher denn? Die wenigsten Zecher melden sich bei mir ab. Aber er sah für mich wie ein Mann aus, der noch eine Weile lang unterwegs sein wird, also. Ich würde mich mal in ein paar anderen Schenken umschauen. Hier gibt es mehrere Schenken. Das wusste ich ja noch gar nicht. Boah, wie viel man noch nicht weiß. Ich müsste auf jeden Fall nochmal Skyrim, glaube ich, nochmal spielen. Denn da habe ich ja, da bin ich ja auch nicht besonders weit gekommen. Geil, aber Skyrim Exit funktioniert nicht mehr. Gut. Programm schließen und neu starten. Ah, super. Es ist immer so schön, wenn... Es ist zwar nur eine Mod, aber trotzdem sollte sie nicht abstürzen. Vor allem Dingen, wenn man so klug war und nicht gespeichert hat. Was ich natürlich gemacht habe. Also alles normal. Malfas zum... Ihr meinte, saß den ganzen Tag hier rum und hat gebechert. Aber er sah für mich wie ein Mann aus, der noch eine Weile lang unterwegs sein wird, also. So, gut. Bitte nicht abstürzen. Na? Mein Lieber, stürzt du ab? Komm schon. Komm schon. Madame? Hm? Geht!
Die Galerietante ist immer noch sauer auf mich. Kann man auch nichts mehr machen, würde ich sagen.